Servus Leute, heute das Thema, lohnt es sich, mit einem Sprinter selbstständig zu werden? Also heute mal wieder ein interessantes Thema. Ich habe sehr, 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 sehr viele Anfragen in diese Richtung. Ich muss gleich eins vorwegnehmen. Ich sitze in einem Sprinter. Es ist ein bisschen laut und ich hoffe, ihr versteht mich. Also, dass ihr mich gut verstehen könnt. Und es ist ein bisschen holprig und ich weiß nicht, ob das Bild eventuell ein bisschen verwackelt ist. Aber ja, wenn man es einigermaßen gut hören kann, werde ich das Video hochladen. Wenn nicht, dann, ja gut, dann werdet ihr es nicht sehen. Also, erstmal kurz, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe, wie gesagt, schon mehrere Anfragen per E-Mail und auch in die Inbox und so bekommen. Was ich davon halte, wenn man sich mit einem Sprinter, also wenn ich jetzt Sprinter sage, meine ich einen 3,5-Tonner, egal ob das jetzt ein Iveco ist, ein Renault, ein Opel, ein was weiß ich, Fiat, Citroën oder wie das heißt. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine damit. Und ja, wie gesagt, weil ich mehrere Anfragen bekommen habe, habe ich mich entschieden, darüber auch ein Video zu machen. Ich habe mir dann gedacht, das ist ein guter Moment für so ein Video, weil ich für meinen Fleischgroßhandel einen Sprinter jetzt gekauft habe und bin gerade jetzt auf der Rückreise nach Kroatien. Ich habe es ein bisschen eilig, weil also jetzt ist im Moment 16 Uhr und um 20 Uhr fängt das Spiel Kroatien gegen England an. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen oder ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen, wenn dieses Video draußen ist. Ich versuche aber noch bis nach Zagreb zu kommen, um dann dort das Spiel anzuschauen. Und morgen früh lade ich dann in meinem Lager in Zagreb Ware für mein Lager in Zadar, dass ich nicht leer fahre, sagen wir es mal so. Um wieder zurückzukommen aufs Thema. Ich muss gleich vorwegnehmen, dass ich nicht jetzt irgendwie der Sprinter-Experte bin. Ich selber habe mehrere 3,5-Tonner, aber wie gesagt für den Fleischgroßhandel, also die fahren halt ausschließlich meine Waren. Ich mache auch wirklich überhaupt mit denen keine anderen Transporte. Das Gute beim 3,5-Tonner ist, man braucht halt keine EU-Lizenz, also man braucht keine Lizenz. Wie das jetzt genau abläuft, also was zum Beispiel die EU-Lizenz angeht, ob die Firma eine Lizenz braucht, man aber für das Fahrzeug selber keine braucht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus, weil ich habe in all meine Firmen, die haben beide, also der Großhandel und meine Transportfirma natürlich auch, eine EU-Lizenz und deswegen war das nie für mich eine Frage. Und wie gesagt, mit dem Fleischgroßhandel tue ich auch keine Waren für andere befördern. Also nur Waren, die ich selber brauche. Trotzdem gebe ich jetzt einfach mal meine Meinung dazu. Wie gesagt, jemand, der sich da besser auskennt, kann gerne unten in die Kommentare seine Meinung schreiben. Ich werde jetzt einfach das nennen, was ich so erlebt habe oder was ich gehört habe. Also ich persönlich sage ja. Und zwar, ich denke, dass man mit Sprintern auch gutes Geld verdienen kann. Oder besser gesagt, ich kenne Leute, die mit Sprintern sogar besseres Geld verdienen, als man mit einem 40-Tonner verdienen kann. Und ich finde das deshalb auch interessant für Einsteiger,
um einfach Fuß zu fassen in dem Transportgeschäft. Ich würde Sprinter zum Beispiel gerade Leuten raten, die sagen, nee, ich will für keine Spedition oder für keinen Logistiker im Festeinsatz fahren. Ich will meinen eigenen Kundenstamm aufbauen und ja, und so praktisch langsam Fuß fassen in dem ganzen Geschäft. Nun ist jeden, der sich je damit befasst hat, eigentlich klar, dass es so gut wie, ja, ich sage jetzt mal so gut wie keine Sprinter gibt mit deutschen Kennzeichen. Das ist so gut wie alles ausgeflaggt und die meisten sind, ja, deswegen heißen sie auch Polensprinter. Also die meisten sind polnische oder slowakische Kennzeichen. Also ich zum Beispiel, ich weiß, wenn ich in Kroatien einen Sprinter sehe mit Plane und Dachschlafkabine, ist es zu 99% ein polnisches, ungarisches oder eventuell slowakisches Kennzeichen. So gut wie kein kroatisches oder ich, ja, wie gesagt, so gut wie keins. Also es gibt wahrscheinlich welche, aber ich kenne keine. Und ja, ich denke einfach, man kann anders mit dem Sprinter starten. Es kommt natürlich auch die Frage, was für einen Sprinter hole ich mir. Es gibt verschiedene, es gibt mit Plane, also mit Pritsche und Plane, dann mit einem Kofferaufbau, dann mit einem Kofferaufbau und Kühlaggregat, also wie meiner, ein Tiefkühler oder ein ganz normaler Kastenwagen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr davon abhängig, was man für eine Arbeit machen will. Beim Kühler ist einfach, das muss man einfach dazu sagen, ist das Problem, dass die Nutzlast, also man hat so gut wie keine Nutzlast. Ich habe jetzt hier bei dem Sprinter knapp über 900 Kilo Nutzlast, mit mir gerechnet, mit einem vollen Tank und so. Und also ich denke, wenn man den auf die Waage tut, dann können wir hier vielleicht noch von 800 Kilo Nutzlast sprechen. Im realen Betrieb, im alltäglichen realen Betrieb. Und ja, ich habe jetzt einen mit so Kiesling-Kofferaufbau. Da passen 5 Euro-Paletten rein. Das heißt, du hast praktisch so um die 150 bis 200 Kilo pro Euro-Palette, was sie wiegen darf. Da muss man eigentlich schon sehr spezifisch einen guten Job dafür haben, weil man, wie gesagt, einfach eine schlechte Nutzlast hat. Man kann nicht von der Seite beladen werden. Das ist mehr so für Eiltransporte, vielleicht für Medikamente oder sowas. Und ich denke, da kann man gutes Geld verdienen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man da sehr gutes Geld verdienen kann. Man muss aber, wie gesagt, gute Kontakte haben. Also ich versuche schon 4-5 Jahre lang mit meinem Sprinter-Kühler, weil ich habe ja mehrere. Die Idee ist die, weil ich brauche ja im Sommer 2 Fahrzeuge mehr als im Winter in Kroatien. Und die Idee war die, dass ich dann die 2 Fahrzeuge über den Winter oder wenn bei uns nicht so Saison ist, dass ich die dann einsetze europaweit. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe wirklich da keinen guten Job oder keinen guten Auftraggeber gefunden. Und jetzt die Sprinter selber zu disponieren und selber Aufträge zu suchen, ist einfach, ja, ich habe mich definitiv entschieden, sowas nicht zu machen. Deswegen ist es für mich eigentlich ja kein Thema. Man kann natürlich einen Kühler kaufen, der zum Beispiel der hier, der hat jetzt auch eine Anhängerkupplung. Und dann kann man hinten sich einen Anhänger, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht mit Plane nehmen. Und dann hat man in dem Anhänger, ja, es gibt sogar Anhänger über 2,5 Tonnen Nutzlast.
Das heißt, es wäre dann so eine gesamte Nutzlast vom ganzen Gespann um die 3,2, 3,3 Tonnen, was gar nicht so schlecht ist. Der Vorteil ist natürlich auch, vor allem wenn man ins Ausland fährt, also jetzt zum Beispiel bei der Tour Kroatien, Deutschland oder sowas, dass du für einen Sprinter in Österreich und in Slowenien einfach eine Jahresvignette kaufst und du kannst da ganz frei fahren. Ebenso in Deutschland, da zahlt man überhaupt keine Maut. Also man ist praktisch mautfrei in den meisten Ländern, außer jetzt Kroatien. In Kroatien muss ja alles extra irgendwie verrechnet werden. Und ja, das sind natürlich Riesenvorteile. Der Anschaffungspreis, wenn man jetzt von einem Plansprinter redet, der einen Gebrauchten oder so, oder sogar einen Kastenwagen, da kann man schon für 10.000, 12.000 Euro ein wirklich sehr, sehr gutes Fahrzeug bekommen. Und da muss man auch nicht so Angst haben wie beim LKW, wenn dann was kaputt geht, dass man gleich pleite geht, weil der Schaden so hoch ist. Deswegen, das ist sicherlich sehr interessant für Einsteiger, weil die sich kein LKW mieten müssen, sondern sagen können, okay, ich habe ein bisschen Geld zusammengespart, ich kaufe mir jetzt meinen eigenen Sprinter, also wie gesagt, meinen eigenen 3,5 Tonner, und ich fange einfach damit an. Ich persönlich, wenn ich jetzt starten würde, ich würde mir eine Linie aufbauen, also ich würde mir sagen, ich fahre jetzt, also wenn ich jetzt mit Wohnsitz in München bin, dann würde ich mich zum Beispiel auf München-Ruhrgebiet spezialisieren und würde dann bei Facebook eine Seite aufmachen, wo ich dann dauernd Werbung dafür machen würde, dass ich praktisch Pakete oder was auch immer dreimal die Woche oder ja, wie viel auch immer, oder zweimal die Woche von München ins Ruhrgebiet und wieder zurückfahre. Also ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil bei solchen Fahrten kann man wirklich gutes Geld verdienen. Beim Sprinter rechnet man so circa, ich rede jetzt von einem Plansprinter, dass man so bei circa 50 Cent pro Kilometer, sagen wir mal, schon im positiven Bereich ist, was das Geld angeht, was den Verdienst angeht. Und wenn man jetzt mal schaut, ich weiß jetzt nicht genau, aber von München ins Ruhrgebiet und wieder zurück, ich sage jetzt einfach mal, es sind so um die 1000 bis 1200 Kilometer, wenn man da mehrere Lade- oder Abladestellen hat. Das heißt, man muss hin und zurück um die 600 Euro Umsatz machen, damit sich das Ganze lohnt. Also 300 Euro in einer Richtung. 300 Euro in einer Richtung ist in meinen Augen, kann man relativ schnell zusammenbekommen. Es ist natürlich stressiger, man muss die ganze Zeit am Telefon sein, man muss, ja, wie gesagt, kombinieren, bis wann hat die Ladestelle auf, bis wann muss ich bei der Abladestelle sein, bla bla bla. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man da wirklich gutes Geld verdienen kann, weil man halt zum Beispiel beim Plansprinter 8 Euro Paletten laden kann. Und also kommt natürlich darauf an, was für ein Plan. Es gibt sogar welche mit 10 Stellplätzen. Aber ich rede jetzt einfach von den klassischen Plansprinter mit 8 Stellplätzen. Und wenn ich mich nicht täusche, da könnt ihr mich auch korrigieren. Der Kastenwagen, der Sprinter-Kastenwagen, dieser Maxi, ich glaube, da passen auch 8 Euro-Paletten rein. Oder der hat auch 8 Stellplätze. Wie gesagt, da bin ich mir nicht 100% sicher. Also wenn ihr es genauer wisst, einfach, was haben die jetzt hier, den Tunnel gesperrt, okay.
Ja, also die haben jetzt hier den Tunnel gesperrt. Jetzt müssen wir warten, warum auch immer. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. Also wie gesagt, beim normalen Sprinter reden wir halt von also beim normalen Plan-Sprinter reden wir von 8 Palettenstellplätzen. Bei, sagen wir mal, einer Nutzlast von 1,3, 1,4 Tonnen hat man so circa um die 150 bis 200 Kilo pro Palette. Und ich denke, da kann man definitiv pro Palette, wenn man guten Kunden hat, also jetzt zum Beispiel das Beste wäre natürlich, dass man für die 2 oder 3 Touren pro Woche, dass man einen festen Kunden hat, wo man sagt, ja, ich habe 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche für den Kunden 2 oder 3 Paletten. Dem macht man dann natürlich einen Komplettpreis. Und alles, was dazu kommt, ist praktisch, ja, ist dann extra verdientes Geld. Bei Kühlern ist es natürlich, also bei Kühlsprintern ist es anders. Ich weiß, dass Leute teilweise wirklich für irgendwie ein größeres Paket Medikamente teilweise 1 Euro oder sogar 1,50 Euro pro Kilometer bekommen, dass die halt in einem entsprechenden Zeitfenster die Ware liefern. Bei Sprintern ist halt oft so, dass man da wirklich diese Terminfracht fährt und dann sitzt das ganze Geld natürlich auch ein bisschen lockerer, weil oft der Auftraggeber einfach keine andere Möglichkeit hat. Also der kann dann gar nicht mehr einfach jetzt sagen, nee, das ist mir zu teuer. Wenn die Ware von A nach B kommen muss, dann muss sie halt kommen. Aber wie gesagt, da muss man halt in dieses Geschäft ein bisschen reinwachsen. Ich persönlich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch nicht, ich habe es auch nicht versucht, direkt reinzukommen, sondern ich habe versucht, einfach den Sprinter, ja, die Sperre ist aufgehoben. Also ich habe versucht, den Sprinter fest einzusetzen bei jemandem. Und also die Kühlsprinter, und wie gesagt, das habe ich nicht geschafft, weil die Auftraggeber, mit denen ich arbeite, mit den 40-Tonnern, die haben zwar manchmal Bedarf nach Sprintern, aber nicht jetzt so, dass sie sagen können, ja, wir können deine Sprinter problemlos die ganze Zeit befrachten. Also nochmal auf das Thema zurückzukommen. Lohnt sich das oder lohnt sich es nicht, selbstständig zu werden mit dem Sprinter? Ich persönlich denke ja, vor allem jemand, der wirklich dieses Unternehmertum in sich hat. Also das ist jetzt nicht so einfach wie, ich miete mir jetzt einen 40-Tonner, eine Sattelzugmaschine, tue dann mit einer Spedition oder mit einem Logistiker im Festeinsatz was vereinbaren und ich muss einmal pro Woche meine Rechnungen schreiben und gut ist. Natürlich kann man das eventuell mit einem Sprinter auch machen, aber ich würde es so versuchen, dass ich sage, okay, ich baue mir, wie gesagt, schon eine Linie auf. Wenn ich dann sehe, okay, bei dieser Linie ist der Sprinter jetzt schon klein geworden oder zu klein geworden, dann kann man sich einen Anhänger holen. Und wenn man dann sieht, okay, der Anhänger ist auch zu klein geworden, dann kann man später sich einen Sattelzug holen. Man hat dann schon genug Erfahrung. Man weiß, wie die Kosten sind. Man weiß, was man pro Palette bekommen kann. Man weiß, ob man überhaupt mit einem Sattelzug zu den Kunden kommt, wo man mit dem Sprinter natürlich problemlos hingekommen ist. Man hat dann die Erfahrung gesammelt, von der ich dann immer die ganze Zeit spreche. Erfahrung ist einfach alles, egal über was wir sprechen. Sprechen wir jetzt über Sport, sprechen wir von Transportgewerbe, Gastronomie, was auch immer. Nichts, aber auch wirklich, oder Erfahrung kann man durch nichts ersetzen. Also durch absolut gar nichts. Du kannst zur Ausbildung gehen, du kannst von irgendwelchen Theoretikern
alles Mögliche hören, aber die Praxis ist einfach immer anders und da lernt man einfach am meisten. Man sieht, was der Markt hergibt, man kann sich selber testen, weil zum Beispiel das Gute ist, wenn ihr jetzt euch einen Sprinter oder jetzt so ein, weiß nicht, so ein Citroën Jumper, das ist zum Beispiel ein Fahrzeug, den gab es früher mit einem 3,0 Liter Motor, Vierzylinder, 160 PS, 156 PS glaube ich. Dieser Motor hat zum Beispiel in meinen Fahrzeugen über 500.000, 600.000 Kilometer gemacht. Und wenn du dir da jetzt einkaufst mit 100.000 oder 150.000 für 10.000 oder 12.000 Euro, dann denke ich, hast du einen guten Deal gemacht. Und was noch wichtig ist, du wirst den leicht verkaufen können. Also wenn du jetzt siehst, okay, das ist nichts für mich, ich bin einfach kein geborener Spediteur oder was auch immer, kannst du immer sagen, okay, ich verkaufe das Ganze wieder und ich denke, da wirst du auch kein Geld verlieren. Also wenn du den 12.000 bezahlt hast, wirst du halt 10 immer für ihn bekommen, wenn du keinen Fehlkauf gemacht hast. Also das war eigentlich so alles, was das Thema Sprinter angeht. Wie gesagt, ich muss nochmal dazu sagen, alle Angaben ohne Gewähr, weil ich einfach in diesem Sprintergeschäft nicht drin bin. Für mich sind oft Sprinter gefahren, aber ich persönlich hatte mit meinen keine Aufträge und kenne dann die genaue Auftragslage auch nicht. Das müsst ihr dann euch selber aufbauen, aber wie gesagt, ich würde das sowieso lieber selber versuchen aufzubauen, als dass ich für jemanden fest fahre. Ich weiß, dass unten auch in den Kommentaren kommen wird, ja, du redest nur Quatsch, ein Sprinter lohnt sich nicht, die Osteuropäer haben mit ihren Sprintern schon die Preise komplett kaputt gemacht, bla 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 bla. Für mich ist das Ganze einfach nur bla 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 bla, weil es wird immer Firmen geben, die wirklich deutsche Unternehmer wollen, die einfach in das, sagen wir jetzt einfach mal, Made in Germany glauben, und diese Leute werden auch nie irgendwie osteuropäische LKWs oder Sprinter oder was auch immer für sich fahren lassen. Deswegen denke ich, dass wenn man gut ist, wenn man pünktlich ist, verantwortungsbewusst ist, dass man immer, in meinen Augen immer Arbeit haben wird, egal in welchem Bereich, egal ob du ein Friseur bist oder was auch immer. Wenn du wirklich diesen Job 100% von dir gibst, dann wird es zu 99% auch klappen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet alles relativ gut verstehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen lauter als im LKW oder im PKW hier. Es ist auch ein bisschen wackeliger, aber ich denke, man kann mich verstehen. Also Leute, viel Spaß noch und bis zum nächsten Video. Ciao.